Aufräumen in Paderborn, als der Morgen anbricht. Das ganze Ausmaß der Schäden wird wohl erst im Laufe des Tages sichtbar werden. In einer Straße hat es alle Bäume umgeworfen, erzählt ein Augenzeuge. Da sehen Sie ein Haus, das ganze Dach weg. Von allen vielen Häusern, die Dachrinnen sind weg. Aber um Gottes Willen, einerseits ist man froh, dass es keine Personenschaden ist. Am Abend war ein Tornado durch Paderborn im östlichen Nordrhein-Westfalen gefegt. Ein zweiter zog durch Lippstadt. Das Unwetter traf wohl nur wenige Regionen in Deutschland, punktuell, doch die umso heftiger. Mehr als 50 Menschen wurden verletzt. Ein Mann starb in Rheinland-Pfalz nach einem Stromschlag in einem vollgelaufenen Keller. Das Unwetter zog über Bayern weiter, durch Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen. Glimpflich ging es für die Fans der Rockband Rammstein aus. Deren Konzert in der Leipziger Red Bull Arena musste nur kurz unterbrochen werden, als das Unwetter über die sächsische Metropole zog.